Ohne seinen Trenchcoat geht heute nichts. Am Abend wird Christian Gerhaar ein Konzert geben. Wie immer ist der alte Mantel auf dem Weg zur Probe dabei. Es ist natürlich sehr schwer, in einem sehr ausgedehnten Moment wie einem Liederabend alle Arbeitskraft zu versammeln. Das ist natürlich das Ziel, aber wie macht man das? Ich kann es ja nicht machen, indem ich am Nachmittag einen Film angucke oder indem ich dies und jenes Buch lese, was mich vollkommen abstrahiert. Oder indem ich gar Sport mache oder mit meinen Kindern draußen rumtolle. Ich schaffe das nicht. Das heißt, ich muss meine Kräfte kanalisieren. Und Rituale können da sehr gut helfen. Und so ist es mit dem Trenchcoat. Gerold Huber ist Gerhaars Liedbegleiter. Er lässt sich noch etwas Zeit. Ich war zum ersten Mal mit Gerold 1995 in Amerika. Und dann, als wir in New York waren, völlig staunend, sind wir dann in diesen Coffeeshop gegangen und das war einfach so cool. Das ist wie aus einem Film, da sitzt man drin, so ein bisschen schmuddelig und enge Sitze. Ja, ich möchte es nicht missen. Ich bringe dann immer Tassen mit nach Hause, die so hässlich bedruckt sind. Madison und 61. Straße, Viard Coffeeshop mit vielen Sternen und alles blau-rot wie das Sternenbanner. Und meine Frau sagt, also das wirklich, das kannst du in dein Arbeitszimmer stellen, aber ich mag das nicht sehen. Aber also diese Hässlichkeit liebe ich. Ja. Die Armory in der eleganten Park Avenue, errichtet als Waffenkammer des 7. New Yorker Infanterieregiments, ist heute eine der besten Adressen für Kulturveranstaltungen in Manhattan. New York ist natürlich immer das Highlight, könnte man sagen, das also vielleicht alle zwei Jahre kommt. Weil wir erstens wahnsinnig gerne in dieser Stadt sind, weil wir jedes Mal in einem anderen Konzertsaal spielen. Und es gibt ja wirklich wunderbare Aufführungsorte, so wie diesen hier, den Armory Hall. Und wo wir wirklich sehr scharf drauf sind, dass wir hierher kommen. Zwei Niederbayern in New York. In der Carnegie Hall sind sie schon vor Jahren aufgetreten. Jetzt stehen drei Liederabende in den intimeren Räumlichkeiten der Armory bevor. Gerhaar und Huber verbinden Jahrzehnte der Zusammenarbeit. Dabei sind sie grundverschieden. Der Herr Huber ist viel bescheidener als ich. Ich bin dafür viel neurotischer. Und ansonsten ist er eigentlich meiner Ansicht nach so eine Art Lebenskünstler, der immer seine Zeit sinnvoll nützt. Und ich bin eigentlich einer, der dann durch Grübeln Zeit verplempert und versucht, das dann durch äußere Ordnung mit Pedanterie wieder hereinzuholen. Wie sie zusammen agieren, wie sie sich die Bälle zuspielen, ohne dass das besonders demonstriert werden muss. Es kommt mehr von innen her. Da ist ein Verinnerlichungsprozess vonstatten gegangen, der ist außergewöhnlich. Ich halte die beiden für ein Weltelite-Duo. Ich wuchs heran, du siehst es, ich bin. Ich bin das Kind. Nicht mehr mit kindischem Sinn. Christian Gerhaars Stimme ist schön, weich, hat keine Härten, kann aber sehr resolut auch sein, kann auch sehr bestimmte Seelenzustände ausdrücken. Furcht, Entschlossenheit, Zorn. Er stellt an
die Tür sich des Zwingers zur Wacht. Er schwinget den Schweif, er brüllet mit Macht. Sie flehend, gebietend und drohend begehrt hinaus, er im Zorn den Ausgang wehrt. Dass es was ganz Außergewöhnliches ist und ich eigentlich keinen anderen Leadsänger kenne, der nur mit einem Pianisten zusammenarbeitet, dass wir durchaus viele Anfragen von bedeutenden Pianisten hatten, die gerne mit ihm gearbeitet hätten, und solchen Größen zu sagen, dass er es wirklich nicht macht, weil er an Gerold Huber und der Partnerschaft mit Gerold Huber festhält, ist auch was sehr Ungewöhnliches, glaube ich. Und draußen erhebt sich verworren Geschrei. Der Jüngling ruft, bringt Waffen herbei. Ich schieß ihn nieder, ich treff ihn gut. Aufbrüht der Gereizte, schäumend vor Wut. Und wenige wagt sich der Türe zu nahen, da fällt er verwandelt die Herren. Die schöne Gestalt, ein grässlicher Raub, wie blutig zerrissen, entstellt ihn im Staub. Mit Christian verbindet mich natürlich diese ganz lange Zeit, diese vielen Automatismen, die es gibt. Und wir haben natürlich immer, es war für uns immer so, dass unsere gemeinsame Arbeit eine ganz wesentliche Sache unseres Berufs ist. So ist es natürlich immer noch. Christian Gerhaher und sein Klavierpartner faszinieren ihr Publikum. Ob in New York, London, Berlin, Luzern oder zu Hause in München, wo beide Künstler leben. An der Musikhochschule in München unterrichtet der Bariton seit vielen Jahren Gesang. Das Unterrichten bedeutet ihm viel, sagt er, denn er selber lerne dadurch und entwickle sich weiter. Bis Mitte der 90er Jahre ging Gerhaher hier selbst ein und aus, als Gaststudent. Zu seinem kleinen Kreis von Studenten gehört auch die Sopranistin Katja Stuber. Das war ganz gut, aber um das verständlich zu machen, um was es hier geht, musst du das Tanzende abheben. Tanzende heben sie, Tanzende heben sie. Also das vorgestellte Objekt muss klar werden. Sonst denkt man sich, was bedeutet das jetzt? Tanzende heben? Tanzende heben? Komisches Wort, ne? Ja. Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer. Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer. Gut. Das rauszustellen und das dann anhand von den Wörtern praktisch oder der Genauigkeit einfach in der Phrasierung, in der Abphrasierung, Tanzende heben sich mit Vibrato-Gestaltung, Vibrato, Non-Vibrato, ist einfach unfassbar genau und erklärt es dann perfekt irgendwie. Und das ist halt einfach immer, man kriegt von ihm so einen Schlüssel und dann funktioniert es gut, plötzlich super. Und fallt und fallt, als wollt ihr schnell vor Gram erblinden, vor Gram erblinden. Ihr spricht, du selbst bist schuld an diesem Leide, weil um den König du mich hast verlassen. Halt, das ist zu präpotent. Du musst bedenken, der Zwerg ist ja ein Sinnbild des Unterprivilegierten, ne? Also nicht im, also auch im natürlich aristokratischen Sinn, aber vor allem hier körperlich. Der kann nicht der Held sein, der hier. Du selbst bist schuld an diesem Leide. Der leidet natürlich auch, ne? Und der bringt sich ja, wie man dann hört, auch nicht gerne um. Aber das war zu massiv. Und fallt, und fallt. Nein. Du sprichst keinen Umlaut.
und weint, mach ein bisschen mehr, bitte. Und weint, also, nein, beim ersten Mal ja, beim zweiten wieder weg. Mir kam das so prominent vor. Nein, ich sag's ja schon, wenn es zu viel ist. Entschuldige. Bin ich zu fies? Nein, kennst du mehr, okay. Und weint, als wollt ihr schnell vor Gram erblinden, vor Gram erblinden. Ihr spricht, du selbst bist schuld an diesem Leide, weil um den König du mich hast erlassen. Ja, wenn er singt, dann klingt das, finde ich, auch sehr einfach oder unkompliziert. Aber das ist einfach eine sehr hohe Kunst, würde ich sagen. Gerhard tritt in der Konzertsaison 2013/14 als Artist in Residence mit den Berliner Philharmonikern auf, wie schon zuvor beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Der Ausnahmekünstler ist überall gefragt. In heute Morgen übers Feld, auch noch auf den Gräsern hin, sprach zu mir der lustige Fink, ein Geld. Guten Morgen, ein Geld, du wirst nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Sing, sing, schön und flink, wie dir doch die Welt gefällt. Auf die Glockenblumen am Feld hat mir lustig guter Ding. Singlöcher kling, kling, klinge, kling. Ihrem Morgengruß geschenkt, wird nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Kling, kling, schöne Sing, wie mir doch die Welt gefällt. Hey, ja! All that matters to him is that the expression is there and he can tell. Für ihn spielt nur der Ausdruck eine Rolle. Und dass er diese einfach außergewöhnliche Geschichte erzählen kann, die er gerade erzählt. Ich habe nur wenige Künstler kennengelernt, die bereit sind, so ins Extreme zu gehen wie er. Deshalb ist es immer ein außerordentliches Abenteuer und eine echte Herausforderung für alle, die mit ihm arbeiten. Denn wenn du nicht so weit gehst wie er, funktioniert es einfach nicht. Christian ist nur in Bestform wirklich entspannt. Solche Konzerte gehören zu den unvergesslichsten Abenden, die ich jemals erlebt habe. Während Spitzenorchester und Dirigenten, die mit Gerhard arbeiten, völlig begeistert von ihm sind, packen den Sänger vor Konzerten immer wieder Zweifel. Um diese für einen Abend zu überwinden, braucht er bestimmte Rituale. Ich bin angewiesen darauf, am Konzerttag einen Trenchcoat zu tragen. Er macht mir einfach klar, dass dieser Tag reduziert stattfinden muss, dass ich hier meine Kräfte geistig und körperlich versammeln muss und nicht verschwenden darf und dass ich mich in einer Anspannungssituation befinde, dass ich alles auf den Abend hin konzipieren muss. Weil ganz frei schaffe ich es nicht zu sein, als künstlerisch tätiger Mensch. Und so ist es mit dem Trenchcoat. Irgendwann ist er hin, der alte Mantel. Und dann muss er sich wohl einen neuen kaufen. Vielleicht in New York, der Lieblingsstadt Gerhards. Es ist natürlich ein Sehnsuchtsort, weil ich dort nicht lebe.
Und ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich in eine Stadt gegangen bin, die ein großer Sehnsuchtsort von mir war und wo ich gemerkt habe, es ist halt Sehnsucht, aber Sehnsüchte, die erfüllt werden, können auch Enttäuschungen werden. Und das möchte ich natürlich vermeiden, indem ich also nicht nach New York ziehe, was natürlich auch gar nicht ginge. Wir haben 3 Kinder und wieso sollten wir da grundlos das alles umtopfen? Was mich so fasziniert, ist die schiere Größe und diese fast an Naturgewalten erinnernden Häuserformationen und Schluchten. Und dann fasziniert mich besonders natürlich die Anonymität der Großstadt, dass man hier rumlaufen kann. Man fühlt sich als Rädchen. Finde ich, ist eine vielleicht ein bisschen pubertäre Emotion, aber gefällt mir heute noch. Und dann mag ich die englische Sprache so gern. Das ist mir die liebste Sprache. Fernab der funkelnden Lichter von New York liegt der Wilde Westen. Oder das, was Christian Gerhaer darunter versteht. Er liebt die im Sommer trockene und staubige Luft und die flirrende Hitze dieser niederbayerischen Gegend, die als Gäuboden bekannt ist. Hier liegt Gerhaers Heimat. Die alte gotische Stadt Straubing ist das Herz des Gäubodens. Hier kam Christian Gerhaer auf die Welt. Straubing ist vor allem damals, als ich aufgewachsen bin, eher so am Rande der Welt gewesen. Kurz dahinter kommt der Bayerische Wald und dann kommt schon der Böhmerwald und dazwischen war der Eiserne Vorhang. Ansonsten ist Straubing natürlich Provinz, aber ich habe mich dort wohl gefühlt. Meine Eltern waren nicht beide aus Straubing, mein Vater war dort, die Familie ist seit langem dort ansässig und es war eine großbürgerliche Kindheit in einem wunderbaren großen alten Haus und meine Eltern haben Klavier gespielt, aber wir waren kein Musikerhaushalt natürlich. Bin aber mit meinen Eltern in jedes erreichbare Konzert gegangen, nicht so sehr in Oper und das hat mich dann auch natürlich geprägt. Ich bin nicht wegen der Opernsänger geworden, sondern eher wegen des Konzerts. Noch stärker als in Straubing fühlt sich Gerhaer mit dem Bayerischen Wald verwurzelt. Weil das Elternhaus in Straubing verkauft wurde, ist seine eigentliche Heimat der kleine Ort St. Engelmar, wo die Familie seit langem ein Haus und einen Garten besitzt. Ich war eher so ein Naturbursche und bin immer auf Bäumen und Häusern rumgehupft und habe mir auch 10 Knochen gebrochen. Und mein Bruder war immer der Belesene, ist es heute noch. Und ich war eigentlich immer eher draußen und habe mit Hammer und Säge und Zangen rumgefuhrwerkt und mit Äxten. Und bis meine Mutter dann auch mal gesagt hat, sag mal, könntest du vielleicht einfach mal, statt draußen die ganze Zeit dich rumzutreiben, auch mal ein Buch lesen und dich ein bisschen bilden Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nicht. Und irgendwie hat es aber doch in mir gearbeitet und ich habe das dann später nachzuholen versucht. Und trotzdem ist dieses Handwerkliche in mir geblieben und auch positiv geblieben. Ich habe das nicht als Defizit empfunden. Sodass ich dann tatsächlich lange Zeit mir überlegt habe, ob ich Schreiner werde. Das war so eine Art Hobby für mich. Straubing war aber glücklicherweise ein Zentrum von blühender Musikpraxis. Der Vater meines Pianisten wurde mein zweiter Geigenlehrer und ich habe bei dem im Chor gesungen. Wir waren relativ flüchtig bekannt, würde ich sagen. Wir waren an 2 verschiedenen Schulen. Er war am humanistischen und ich musisch. Und er war aber quasi Gastschüler bei uns, weil er im Orchester war. Da haben wir uns so flüchtig gekannt, vielleicht 10. Klasse. Und ich habe ein bisschen
raueren Freundeskreis gehabt als er, denke ich mal. Also über Sportvereine und sonst was. Und ich glaube, er war schon ein bisschen kultureller interessiert. Früher, weiß ich noch, da war immer der ganz coole Gerold, der dann mit langen Haaren, weil ich zu Hause stand mit Freunden und ich kam da so mit dem Radl an, mit der Geige hinten drauf. Und dann habe ich gesagt, und, hast du Zigaretten? Dann habe ich gesagt, na. Und dann haben sie so gelacht. Also ich war uncool, er war wahnsinnig cool immer. Dreimal bin ich in den Chor gegangen. Einmal als Kind im Kirchenchor, aber nur um an Ostern und Weihnachten die Schokolade einzuheimsen. Und dann nochmal in einen Schulchor. Und dann sagte mein bester Freund zu mir, du, mein Bruder ist jetzt in dem Kammerchor, lass uns doch da mal hingehen. Sag ich, also Entschuldigung, Vokalmusik, wen interessiert denn sowas? Und dann hat er gesagt, ja, aber da sind so viele schöne Mädchen. Und dann sind wir in das Konzert gegangen und die Mädchen kamen auf meinen Freund auch gleich alle zu und so. Und dann haben wir gesagt, ja, also gut, sofort. Und mit dem Flirten hat es dann nicht so gut geklappt, aber mit dem Singen perfekt. Mein Vater hat immer so ein Solo-Vorsingen gemacht und ich habe mich für einen ziemlich befähigten Sänger gehalten, Chorsänger natürlich. Und irgendwann war wieder ein Vorsingen und dann sagt er zu mir, du, der Gerhard, der singt besser als du. Und das hat mich wahnsinnig schockiert, das muss ich wirklich sagen, da war er richtig sauer. Dann hat auch sein Vater mir irgendwann mal statt eines neuen Bratschenstücks hat er mir mein erstes Kunstlied aufgegeben. Ich habe gesagt, sing doch mal bis zum nächsten Mal. Und das war Der Tod und das Mädchen. Und da habe ich sofort gemerkt, ich kann hier etwas tun, was dem Willen nahe kommt, was mir auf der Geige und der Bratsche nie so gelang. Dann ging es los, dass man gemerkt hat, irgendwie da ist aber richtiges Potenzial da. Mein Vater hat ihm dann die ersten kleinen Rollen gegeben. Was weiß ich, bei Oratorien, diese kleinen Zwischensänger oder bei A Cappella-Passionen auch wieder kleine Rollen. Und so hat sich das dann entwickelt. Bei mir war es so, dass ich in München Unterricht hatte beim Professor Friedemann Berger und über Kunstlied gar nichts wusste. Und dann war ein Liederabend einer älteren Sopranistin, Namen sage ich jetzt nicht, mit furchtbar schweren Programm. Da war dann Poulenc und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, hoffentlich muss ich sowas in meinem Leben niemals spielen. Ich kam dann zu Gerold Huber und gesagt, du, ich nehme jetzt auch Gesangunterricht und du studierst doch jetzt Musik. Hättest vielleicht Lust, dass wir uns einmal in der Woche treffen und da die Dichterliebe so erarbeiten? Und ich habe gedacht, oh Gott. Willen. Jetzt blüht mir das tatsächlich. Er war eben da gerade der Freund meiner Schwester. Und dann haben wir uns getroffen und er hat es mal vorgespielt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich zeig's mal dem Friedemann Berger und habe es mitgebracht. Und er hat gesagt, du musst es unbedingt machen. Und dann hat er mit mir gearbeitet. Und das war für mich so ein erster Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, das, vielleicht ist das wirklich was für mich. Und wir haben beide sofort eigentlich gemerkt, das ist was Besonderes für uns. Und wir mögen das Repertoire und wir sind begeistert von dieser Interpretationsarbeit. Bist du so krank geworden? Wer hat es denn gemacht? Norden und keine Sternennacht. Der Königsweg Text und Stimme beinhaltet, dass Herr Gerhard, der Sänger, mythische Themen wie Geburt, Tod, Liebe, das sind die großen Themen in allen Dichtungen, die zu vermitteln mit der ganzen Dichte, die in den Texten enthalten sind. Der Pianist ist primär verantwortlich, dass die Struktur der musikalischen Form gewährleistet bleibt. Und kein Träumen. Und man merkt heute nicht mehr, dass diese Gegensätze auf dem Podium zusammen agieren, weil heute wirken sie wie ein gemeinsam atmendes Musizierwesen. Dass ich Traktoren
des Wunders, das ist der Menschentum. Natur ließ mich gesunden, sie lassen mich nicht ruhen. Erster Liederabend war auf der Terrasse der Familie Gerhard. Auf dem Plakat stand Gigi und Gordi, das sind die Spitznamen. Gigi und Gordi singen die Dichterliebe. Es waren sehr viele Leute, ich glaube vielleicht so 80 Leute auf jeden Fall. Das war jetzt vor knapp 25 Jahren und das war lustig. Und dann ging es eigentlich so weiter. Wir haben dann Liederabende uns selbst organisiert, in unserer Heimatstadt oder drumherum. In einem Dorfgasthof, weiß ich noch. Es war eine kuriose Geschichte, also mit einer Gage, die wirklich köstlich war. Ich weiß nicht, waren es 150 Mark oder 170 Mark. Und dann hat der Veranstalter irgendwie, dem waren es zu wenig Besucher und der wollte uns dann noch runterhandeln. Und da hat er aber dann wirklich drauf bestanden, nein, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Ausgemacht ist ausgemacht. Und er hat also sauber da seine Gage abkassiert, was auch total richtig war. Also so waren diese Anfänge in Geiselhöring im Erlbräu, glaube ich. Neben der Musik gibt es nach dem Abitur noch eine ganz andere Perspektive. Gerhard will Arzt werden. Ich habe mich für die Medizin wirklich interessiert, vor allem am Anfang des Studiums in eher den Grundlagen, so Anatomie, Physiologie, das hat mich sehr interessiert. Auch dann die Grundlagen der Pathologie und solche Dinge. Aber die angewandte Medizin, die ist mir eigentlich doch fremd geblieben. Und nun ist es so, im zweiten und wichtigsten Staatsexamen, da hatten wir damals 25 Fächer, dass einen da nicht jedes Fach gleich viel interessiert, ist klar. Aber man kann schon ein großes Interesse für sehr vieles entwickeln. Das habe ich auch versucht und gelang mir auch. Aber der Gesang ist natürlich auch eine Sache des ganz persönlichen Interesses. Und ich bin dann tatsächlich eine Zeit lang in so eine Art Konflikt geraten. Und das hat nicht gut getan. Dieser Konflikt hat mich sehr belastet. Der hat mich auch gesundheitlich belastet. Und ich war dann sehr froh, als das irgendwann vorbei war. Und nicht ohne Grund fragt mich meine Frau nicht, wenn meine Kinder irgendwas haben. Ich glaube, ich wäre kein guter Arzt geworden. Aber ich habe es fertig gemacht und ich wollte eben ein abgeschlossenes Studium haben. Und dann war ich wirklich befreit, als das vorbei war. Nach einem Liederabend im Opernhaus Zürich macht sich Christian Gerhard auf den Weg nach Luzern. Dort wird er zusammen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und anderen Solisten Benjamin Brittens War Requiem singen. Das War Requiem wurde 1962 uraufgeführt. Der englische Komponist hatte es als ein Werk der Versöhnung zwischen den im Krieg verfeindeten Völkern geschrieben. Bei der Uraufführung sangen auf Wunsch Britons der englische Tenor Peter Pears und der deutsche Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. In den 90er Jahren, also mehr als 30 Jahre nach der Uraufführung des War Requiem, nahm Gerhard Gesangsunterricht bei Fischer-Dieskau. Der junge bayerische Bariton war fasziniert vom legendären deutschen Liedsänger. Aber er fühlte sich auch unverstanden und unterschätzt. Das Verhältnis der beiden blieb immer ambivalent. Fischer-Dieskau war ja ein sehr, sehr fleißiger und disziplinierter Mensch. Er war mein Idol und ich würde mich auch als Epigonen bezeichnen. Nicht unbedingt in dem Sinn, dass ich nur das mache, was er macht, sondern ich für mein eigenes Leben bin natürlich anders, habe eine andere Stimme. Und trotzdem muss ich sagen, wenn ein Sänger genial war, dann er.
Ich habe dann durch die Unterrichtszeiten bei ihm nicht eminent viel gelernt. Denn ich habe eigentlich das meiste schon mir durch seine Aufnahmen als Vorbild angeeignet. Aber Fischer-Dieskau war sehr freundlich, sehr jovial, natürlich sehr erhaben, so wie man sich auch vorstellt. Er war sehr hilfsbereit und wir kamen dann auch noch mal später, nachdem der Kontakt schon ein bisschen abgerissen war, sagte er, rufen Sie wieder an. Dann habe ich wieder angerufen und habe gesagt, ja, kommen Sie dann, dann. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, da habe ich Klausur. Und dann, ja, kommen Sie eben dann. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich leider auch Klausur. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lassen Sie es eben. Und er hat dann später mir mal geschrieben, er hätte das nicht vermutet, dass ich tatsächlich Sänger werden könnte. Er hat meine Begabung nicht hoch eingeschätzt. Und das finde ich auch nicht schlimm. Und dann war es schließlich 98 so weit, dass ich meine praktischen Tertiale hinter mir hatte, aufs dritte Staatsexamen lernte. Und dann merkte ich, ja, ich muss ja langsam doch mal dran denken, wenn ich Sänger werden will, dann brauche ich jetzt Kontakte. Und dann habe ich Agenturen angerufen und das ging anfangs gar nicht. Hatte aber eine Aufnahme, die wir gemacht haben beim Bayerischen Rundfunk. Es war ein Opus von Schumann mit 6 Liedern. Und das war eine gute Aufnahme. Ist zu uns entstanden, dass er schlicht und einfach zum Telefonhörer gegriffen hat und uns angerufen hat. Und per Zufall Elisabeth Ehlers, meine heutige Partnerin, ans Telefon gegangen ist und ihn abwimmeln wollte, wie man das immer mit Sängern macht, die einfach anrufen und sich vorstellen wollen. Und wenn Christian was will, dann gibt er nicht so schnell auf. Und er meinte, ja, aber wie können Sie denn wissen, dass ich nicht gut bin, wenn Sie mich überhaupt nicht kennen? Und dann hat sie gemeint, naja, wir machen halt kein Vorsingen, ne? Ja, aber dann schicke ich Ihnen doch wenigstens eine Kassette. Und weil er nicht locker ließ, hat sie irgendwann gesagt, naja, dann schicken Sie halt die Kassette. Und die Kassette kam und wir haben sie uns angehört und es war wie in der Sekunde klar, dass er was ganz Besonderes ist. Und dass auch sein Klavierpartner was ganz Besonderes ist. Als ich zuerst dich hab gesehen, wie du so lieblich warst, so schön, da fiel's mein Lebtag mir nicht ein, dass noch was Schöneres sollte sein, als in dein liebes Augenpaar hineinzuschauen immer da. Und das allererste, was wir gemacht haben, ist, die Kassette auf eine andere Kassette zu kopieren und sie an Gerd Nachbauer zu schicken bei der Schubertiade. Und das ist uns auch vorher nie passiert. Der rief an und hat ihn zu einem Liederabend eingeladen. O Sonnenschein, wie scheinst du mir ins Herz hinein, wächst drin lauter Liebeslust, dass mir so enge wird die Brust. Also ich hatte am Anfang sehr viel Glück, womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte, denn mein Studienweg war doch sehr allein. Also der Huber und ich, wir haben zwar immer unsere Ziele und auch Visionen gehabt, aber äußerer Erfolg hat sich eigentlich nicht eingestellt. Im Nachhinein betrachtet war es vielleicht da ganz gut, weil wir einfach immer dran geblieben sind und weil man er ist ja nie zufrieden, aber wir waren dann beide haben es nie das Gefühl gehabt, so jetzt haben wir es und jetzt sind wir so weit, sondern es ging immer, es war immer in Entwicklung und immer in Veränderung. Und eben, das meinte ich. Und ich glaube, wenn man zu früh dran denkt, jetzt damit Geld zu verdienen, dann fehlen Jahre der Entwicklung. Dann war es aber tatsächlich so, dass ich 2 Tage nach meinem dritten Staatsexamen in Würzburg begonnen habe am Theater. Das war nicht ganz einfach. Das war noch dazu eine Rolle, die ich bis heute abgrundtief hasse. In einem Stück, das ich abgrundtief hasse, es ist Zigeunerbaron. Ich habe da den Grafen Homonei gesungen, ein Kriegswerber, der mir auch stimmlich gar nicht damals im Bereich des Möglichen lag. Und ich glaube, die Erwartungen in mich waren auch ein bisschen höher, als ich sie dann gleich von Anfang an erfüllen konnte. Aber ja gut, so ein Theater ist schon ein Sprung ins kalte Wasser.
Und so würde ich sagen, war dann dieses erste Theaterjahr sowas wie Sänger im Praktikum. Und danach konnte ich dann meinen Beruf irgendwie ausführen. Das besondere Timbre, das ist ja das, was einen als erstes anspricht bei einem Sänger. Ja, ich sage immer, der Fingerabdruck der Seele auf den Stimmbändern. Und in diesem Timbre, in dieser Eigenfarbe der Stimme, schwingt Persönlichkeit mit. Und das war das Erste, was mir bei ihm auffiel, dass es ein sehr persönliches, sehr interessantes, sehr schönes, aber schön nicht im Sinne von äußerlich glänzend, sondern im Sinne von Vertiefung auch der Interpretation. Beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in München beginnen die Proben für Robert Schumanns Faustszenen. Gerhard liebt Schumanns Musik. Es ärgert ihn, wenn bornierte Musikologen, wie er sie nennt, in Schumanns Werken formale Schwächen sehen. Schumanns Musik wurde als entweder hölzern beschrieben oder als wahnsinnig schwer aufzuführen. Und ich glaube, hölzern kann man ihm eigentlich nicht vorwerfen, wenn man diese Musik gut genug kennt. Aber die Schwierigkeit in der Aufführung ist natürlich vorhanden und in der Probenpraxis. Man kann das nicht einfach so die Faustszenen in 2 Tagen hinstellen. Vor allem nicht, wenn man das Stück nicht kennt oder wenn viele Protagonisten dieses Stück zum ersten Mal machen. Es gehört also eine unheimliche Versiertheit in diesem Werk dazu, um es adäquat aufzuführen. Nun haben wir ja mit Daniel Harding einen Dirigenten, der dieses Werk extrem gut kennt und der kann das dann auch in 2-3 Tagen hinstellen. Aber wenn ein Dirigent das zum ersten Mal macht, dann geht es nicht. Dann wird es eine eher mühsame Angelegenheit. Süchtig. Wenn ich zu Hause eine Aufnahme von Christian höre, ich muss es dann 4 oder 5 Mal hören. Ich kann nicht aufhören. Es liegt natürlich an seiner extra musikalischen Intelligenz, wie er Text rüberbringt. Aber nicht nur, es hat auch irgendwas mit der Farbe zu tun. Und ich kann es nicht beschreiben und ich kann nicht sehr intelligent darüber reden, weil ich bin so wie die nach Bayreuth jedes Jahr fahren und sind von Wagner, ich bin von Gerhard verrückt. Durchdachtheit seiner Liedinterpretation oder wenn er Mahlerlieder mit Orchester singt oder seinen geliebten Faustszenen von Schumann. Solche schwierigen Dinge, die auch intellektuell eine gewisse Reife erfordern, das kann irgendwie der aus Sizilien stammende Tenor, der also mit Kanzonen aufgewachsen ist, nichts gegen sizilianische Tenöre, aber die kriegen das nicht hin. Nicht? Die würden an solchen Aufgaben scheitern. Lass diesen Blick, lass diese Hände durch.
Gerhard hat sich lange mit dem Fauststoff auseinandergesetzt. Goethes Faustfigur sieht er durch Schumann vollständig umgedeutet. Bei Goethe macht Faust oft eine schlechte Figur. Schumann dagegen heroisiert ihn. Etwas Heldisches umgibt ihn, Faust. Und dieses Heldische, glaube ich, war es, was Schumann fasziniert hat. Man kann das an einer Stelle eigentlich ganz gut dokumentieren, nämlich kurz nachdem Faust dann gestorben ist, spricht Mephisto ja seine bekannten zynischen Worte und geht so weit zu sagen, es ist vollbracht. Das ist ein Zitat aus dem Johannesevangelium, wo also Jesus am Kreuz gestorben ist und dann heißt es ist vollbracht, aber dass das natürlich eine unglaubliche Blasphemie ist, kapiert der Menschenchor in Goethes Faust völlig und die Reaktion darauf ist, es ist vorbei und zwar schreiend mit Ausrufezeichen. Das heißt, eine Korrektur dieser Blasphemie findet bei Goethe statt. Bei Schumann ist das nicht der Fall. Der Chor singt dann auch, es ist vollbracht. Das heißt, es wird dieser Faust bei Schumann heroisiert. Nicht nur heroisiert, sondern sogar vergöttlicht. Schumann ist es tatsächlich so, es ist wie eine Art Himmelfahrt. Und die Klänge des Chorus Mysticus am Schluss versinnbildlichen das für mich, dass hier eine Weihestufe charakterisiert wird, die nicht überbietbar ist. Ich fühle mich selten so erhaben und von einer Sehnsucht und aber auch Ahnung des Göttlichen getragen wie beim Zuhören während des Chorus Mysticus. Also dem Schluss der Schumannschen Faustszene. Garten in St. Engelmar im Bayerischen Wald. Hier ist Ruhe. Für Christian Gerhard ein paradiesischer Rückzugsort. In St. Engelmar hat Gerhard als Junge mit seinen beiden Geschwistern und den Eltern viel Zeit verbracht. Und heute? Wann immer er hierhin zurückkommt, werden Erinnerungen an seine Kindheit wach. Auch wenn er gedanklich oft seine Arbeit mitschleppt. Für mich als Kind und Jugendlicher meine erste
Liebe. Ich hatte eine Kassette, die ich, glaube, wahrscheinlich 1000 Mal abgespielt habe, mit Klaviermusik von Schumann, die mir bis heute besonders nah ist und worüber ich nichts kommen lasse. Ich finde dieses Werk Opus 1 so charakteristisch für Schumann. Es hat diese A-B-E-G-G-Linie, diese aufsteigende Linie, die so sehnsüchtig auf mich wirkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas einen romantischeren Gestus überhaupt geben kann als dieses Hauptmotiv der Abegg-Variationen. Und so habe ich eigentlich die ganze Klaviermusik von Schumann empfunden. Sehnsüchtig, träumerisch, natürlich hochromantisch. Die Vergänglichkeit verbindet mich mit diesem Ort leider auch. Vieles, was früher mir als Kind so als unumstößlich und als immer schon da gewesen erschien, ist heute nicht mehr da, auch Beziehungen und so weiter. Und insofern ist es für mich auch als der Ort der Heimat auch ein Ort der Vergänglichkeit und das wird es auch so bleiben. Aber es sind auch viele Dinge da, die mich positiv begleiten, wie zum Beispiel das hier im Hintergrund hörbare Plätschern des kleinen Bachs. Ich war immer als Kind Frühaufsteher und habe oft auch im Bett meiner Eltern dann noch geschlafen und bin aufgewacht und war immer als erster wach und dann hörte ich dieses Plätschern, das, nicht des Bachs, sondern des Brunnens vor dem Garten und das bleibt mir erhalten und wo ich auch hingehe und höre so ein Plätschern, dann höre ich auch so einen Frieden in mir. Also es ist natürlich das, was ich mit Heimat verbinde, aber Heimat ist ja nicht wie im Heimatfilm nur das Schöne, sondern es ist auch das Traurige des immerwährenden Vergehens. Soweit ich weiß, ist es so, dass mein früheres Naturell eher dem ursprünglichen Sternzeichen entspricht, nämlich dem Löwen. Und so war ich wirklich ein wütendes und selbstbewusstes, stolzes, junges Kind, das sich in allem durchsetzen konnte. Und wurde dann später zu dem, was ich heute bin, nämlich zum nörgeligen Pedanten, der sich in Kleinteiligkeit aufhält, statt gewisserweise großzügig und spontan zu sein. Ich bin das nicht gerne, aber so ist es nun mal. Und jetzt bin ich ein pedantischer Sänger geworden, der seine Studenten zwiefelt und maßregelt und sich selbst auch keinen größeren Bogen gönnt. Ich glaube, wenn ich nicht so pedantisch wäre, dann wäre ich vielleicht auch eher ein Opernsänger und würde da mal in großen Tönen, in großen Phrasen tönen. Aber so leicht war es gar nicht, Opernsänger zu werden. Zu Beginn seiner Karriere, also ums Jahr 2000 herum, war Gerhard nämlich auf das Lied festgelegt. Was vor allem daran lag, dass er ausschließlich als Liedinterpret bekannt geworden war. Denn nach dem ersten Jahr als Opernsänger in Würzburg gab es zunächst keine weiteren Opernengagements. Natürlich habe ich parallel versucht, ihn auch den Opernhäusern vorzustellen. Und eine relativ stereotype Antwort war, naja, nee, das ist doch ein Liedsänger und der hat keine Ausdruckskraft auf der Bühne. Er ist kein guter Darsteller, hieß es ganz häufig. Und es war eine Barriere, die ganz schwer zu überwinden war. Es hat mich auch belastet und ich habe mich nicht als ganz empfunden, wenn ich nicht Oper gesungen habe. Das mögen natürlich auch zum Teil Minderwertigkeitsgefühle dann gewesen sein, weil die Leute dann immer sagen, ja, so ein Liederfuzzi und sowas. Aber das war mir auch damals bewusst, dass das nachrangig ist. Aber natürlich gehört das Opernsingen auch dazu. Der Vogelfänger bin ich, ja, stets lustig, heißer, sassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Eine Zürbeten möchte ich, ich find sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Wege entfernt.
vielleicht ist es dieses etwas präpotentere Auftreten der ganzen Protagonisten und Beteiligten in der Oper. Auch dieses Zusammenwirken hat mich schon fasziniert, dass so viele Menschen gleichzeitig da sind. Und so eine Liederabendreise, die kann schon sehr einsam sein, zumindest am Anfang, wenn man es nicht gewohnt ist. Und irgendwann hatten wir dann die Zusage, er darf Wolfram in Frankfurt singen. Und das war eigentlich der Durchbruch für die Opernbühne, muss man sagen. Als Wolfram eroberte einige Jahre später auch Wien. Gerade Mittellage und Tiefe haben sehr gewonnen. Also er kann jetzt, klischeehaft gesagt, dramatischer singen, was er ja auch auf der Opernbühne tut, wenn er Wolfram von Eschenbach im Tannhäuser singt. Aber auch wenn man ihn nur als Liedersänger hört, merkt man, dass die Stimme an Kraft und Durchschlagskraft und auch Resonanz durchaus gewonnen hat und dadurch auch interessanter geworden ist, überhaupt kein Zweifel. Gerhaher ist aber auch offen für Werke zeitgenössischer Komponisten, wie hier in der Titelrolle von Henzes Prinz von Homburg am Theater an der Wien. Floy hat da eine wunderbare Personenregie geführt und an dieser Arbeit habe ich sehr viel gelernt. Eine tolle, aber irgendwo auch natürlich inkommensurable Rolle, die in ihrer Persönlichkeitsstruktur und dem Charakter nicht ganz begreifbar ist. Also weit entfernt von einer schillerschen Figur, die einfach klar definiert und umgrenzt ist. Er hat ja auch den Pelléas von Debussy gesungen, das habe ich gehört, das war großartig. Das ist ja eine sehr anspruchsvolle Rolle, nicht nur sprachlich, sondern weil es auch eine Rolle ist, die zwischen Bariton und Tenor angesiedelt ist. Also es gibt auch Tenöre, die diese Rolle gesungen haben. Das heißt, für einen Bariton ist sie teilweise sehr hoch. Und da er glücklicherweise seine hohe Lage nicht verloren hat oder da keine Einbußen erfahren musste, ist er auch für solche schwierigen Spezialrollen wie den Pelléas sehr gut disponiert. Also da, und ich denke, da kommt noch einiges bei ihm in diese Richtung. Musik.
stete Gefahr ist, zu verdunkeln. Erstens wird die Stimme ein bisschen weniger dynamisch, flexibel, und sie ist auch farblich auf einmal eingesperrt. Das ist ein Problem. Ein Kompensationsmechanismus, der dann oft auf der Bühne entsteht, ist, dass man stärker in die Maske singt. Das heißt, man lässt die Stimme von dem Sitz, der ungefähr so wäre, nach da rutschen, was schon ein bisschen mehr Drama und Pathos, also ohne mal mit Inhalt gefüllt zu sein, aber Inhalt prätendierend produziert. Also man lässt das mal passieren, und dann, um das, die mangelnde Projektion zu kompensieren, schiebt man das Ganze dann in die Maske, dann wird aus und dann hat man so einen röhrenden Opernsound, dem ich keinem Kollegen unterstellen möchte, aber den ich an mir selbst schon beobachtet habe. Und das möchte ich also vermeiden. Wenn ich dann zum Lied zurückkehre, dann wird es schwer. Dann brauche ich wirklich Zeit, um das wieder zu eliminieren. Helligkeit ist natürlich etwas, worauf eine Stimme nicht verzichten kann. Aber eine so übertrieben und vor allem kompensatorisch erzeugte Helligkeit wie in die Maske, das ist etwas ganz Schlechtes. Denn sie ist sehr viel schwerer zu entdecken. Und sie verhindert einen wesentlichen Bestandteil des Liedsingens, nämlich die Vielfarbigkeit. Und das ist etwas, worauf ich als Liedsänger nicht verzichten möchte. Und insofern halte ich die Oper auf Dauer in Schranken. Eines müssen wir noch anspielen. Dann? Das ist das lauteste von allen. Okay. Es war no sweet home recollections, no sweet are the tears that from tenderness fall, no sweet are friendships, our hopes and affections. Der Liedsänger an sich, der muss ein todsicheres Gespür für Intonation haben. Das ist das, an was so viele Sänger nicht denken, was das eigentlich bedeutet. Also die Intonation, das ist eine eigene Fantasie. Und das ist ja beim Christian irrsinnig ausgeprägt. Also der ist ja beim Abhören, ist es ja so, dass ich
dass der Tonmeister und ich, dass wir das schon längst nicht mehr hören. Und da ist er noch unzufrieden. Also da hat er einen wahnsinnigen Anspruch. Das andere ist die Diktion. Das ist Sprachgefühl oder Sprachfantasie. Das macht natürlich einen Liedsänger unglaublich aus. Da gibt's ja auch unendliche Verfeinerungsmethoden und Schichten der Diktion. Auch das ist eine Kunst und eine Wissenschaft für sich. Und das Letzte und, glaube ich, Entscheidende ist für einen Liedsänger, der die Ernsthaftigkeit eines Liedsängers hat, der also auch das Repertoire vor allem singt, das die Leute zur Ruhe kommen lässt und das wirklich ein in sich gehen und nach innen schauen beinhaltet. Das ist die Technik, meiner Meinung. Das ist die Stimmführung, die über alle Lagen gehen muss, über alle Passaggi sozusagen drüber, wo nichts stören darf, wo kein Ton wie in der Oper dann gedeckt sein darf oder sowas. Das ist das Entscheidende, was die Ruhe eines Liedsängers ausmacht. Bearbeitungen von Britten empfinde ich als vollkommen legitim als Bearbeitungen, denn sie versuchen, dem Folksong nachzueifern. Und es ist die Substanz des zugrunde liegenden Volkslieds noch erkennbar, aber es ist immer auch die Handschrift des in der Moderne komponierenden Benjamin Britten erkennbar. Und ich finde, dass diese Richtung nicht umkehrbar ist. Also genauso wie eine Subdominante zur Dominante tendiert und die Dominante nicht im Allgemeinen sich zur Subdominante nochmal entwickeln darf, so kann sich ein Lied, ein Kunstlied, nicht dem Volkslied annähern. The sun upon the weird lawyer in Ettrick's vein is sinking sweet. The western wind is hushed and still. The lake lies sleeping at my feet, yet not the landscape to mine eye, there's those bright hues that once it bore. Though evening with the richest light flames o'er the hills of Ettrick's shore. Aber wenn ich die explizit als Volkslieder herausgegebene Bearbeitung von Johannes Brahms anschaue, dann ist es genau der umgekehrte Fall. Mit höchster Kunstfertigkeit wird hier eine Art Volkslied kreiert, das es nie gegeben hat. Und es wird der Begriff des Kunstliedes hier klein gehalten. Dadurch, dass man dem Völkischen so, also im Liedsinn, so nacheifert und nachstöbert, wird das Kunstlied in seiner Elaboriertheit als etwas Akademisches retrograd bezeichnet. Und das finde ich als ganz schlecht. Er ist auf seine Weise jemand, der den Ernst der Kunst, und das ist heute besonders wichtig, hochhält. Auch wenn er komische Rollen singt, wie Papageno oder Eisenstein, er nimmt die Sachen unglaublich ernst und kommt trotzdem nicht in die Gefahr, in diesem Ernst nun wirklich also sich zu vergraben und gewissermaßen nur Seriosität und Tristesse oder irgend sowas über die Rampe zu bringen, sondern, wie Sie sagten, mit diesen schottischen Volksliedern und diesen Dingen hat er ja auch Entertainer-Qualitäten. Ne? Das haben einige, glaube ich, bei diesem Abend im Prinzregententheater zu ihrem Staunen bemerkt. Er kann auch das. Aber die Grundseriosität seiner Bemühungen um große Kunst, das ist etwas, was man heute gar nicht genug schätzen kann. Sie dürfen mitsingen. Das zweite Beethoven. Nee. Come, Phil, Phil, my good fellow, Phil, I. I, my good fellow, and let's be merry and mellow, and let us have one bottle more. And warm the heart is flowing, and bright the fancy glowing. Oh, shame on the door. Good fellow, feel high. I'm a good fellow.
Das Publikum im Münchner Prinzregententheater feiert die Künstler. Gerhard bleibt stimmlich auch bei den Volksliedbearbeitungen vornehm und feinsinnig. Kleine Formate, große Kunst. Als Artist in Residence beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist Christian Gerhard zu neuen Programmen eingeladen. Im Herkulessaal der Münchner Residenz trifft er auf Herbert Blomstedt, einen seiner Lieblingsdirigenten. Blomstedt kann sich in Sachen Bescheidenheit mit Gerhard durchaus messen. Die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Für dieses Konzert hat sich Gerhard die wenig bekannten biblischen Lieder von Antonín Dvořák gewünscht. Als völlig wertlos bezeichnete Dvořáks Verleger Simrock die Vertonung der Psalmen, denn Dvořák verwendete nicht deutsche, sondern tschechische Texte. So etwas ließ sich damals kaum verkaufen. Für die Tschechen. Also die schätzen das enorm und für uns ist das weitgehend unbekannt. Freue mich sehr, dass Sie das vorgeschlagen haben und das zusammen machen dürfen. Soll ich zum Orchester mitnehmen? Ja, gerne, ja, gerne. Dann hört man Sie besser. Ich hatte eine wunderbare tschechische Lehrerin hier in München, die selbst Sängerin ist und hier in Deutschland aufgewachsen ist, auch mit tschechischen Eltern. Und die hat mir sehr, sehr viel geholfen und mich immer wieder verbessert, hat natürlich auch Aufnahmen angehört, so wie man das halt macht. Ich meine, das gehört zu unserem Geschäft, dass wir sowas auch mal machen in Sprachen, die wir nicht können. Wir verstehen uns so gut, wir brauchen nicht viel zu reden. Man braucht nur seine Stimme zu hören und was daraus spricht, aus seinem Herzen spricht. Und das deckt sich meistens total auch mit meinem Gefühl für was nötig ist in dem Ausdruck. Ich lerne sehr viel von ihm und jedes Mal wird das eine Vertiefung. Mehr Verständnis, mehr Freundschaft, mehr Verehrung für den über 40 Jahre jüngeren Sänger kann es kaum geben. Doch aus Christian Gerhards Perspektive ist das der Unterschied zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung. Er hat eine völlig andere Meinung von sich als seine Umgebung. Das wird sich vor seinem nächsten Konzert im schweizerischen Luzern zeigen.
Lucerne Festival steht Benjamin Brittens War Requiem auf dem Programm. Trotz 25-jähriger Bühnenerfahrung quälen einen der größten Sänger unserer Zeit immer wieder Unsicherheit und Selbstzweifel. In solchen Momenten äußerster Anspannung, alle seine Kräfte zu sammeln und sich auf jene Dinge zu konzentrieren, die an einem Konzerttag einfach erforderlich sind, und wenn es das Bügeln seines Konzerthemdes ist. In der ruhigen Atmosphäre seines Solistenzimmers kann er sich am besten konzentrieren. Gerhard tritt auch in Luzern mit den Musikern des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks auf. Die Enge und der Lärm hinter der Bühne, wo sich die Musiker einspielen, das wäre für Gerhard jetzt schwer auszuhalten. Zu singen ist natürlich schon ein heikler Beruf. Das habe ich früher nicht so gewusst. Ich glaube, man kann sich im Grunde nicht auf das verlassen, was man zu können glaubt oder was andere einem zuschreiben, dass man kann. Man ist ja in ständiger Veränderung begriffen. Allein schon die körperliche Entwicklung, die die meiste Zeit des Sängerlebens Verfall ist. Dann die Entwicklung des Repertoires, die körperlich rückwirkt. Und die Entwicklung der Resonanzräume. All das führt dazu, dass eine Identität durch Gleichbleiben der Arbeitsgrundlage nicht gegeben ist. Es ist also ein nicht nur ständiges Dazulernen, natürlich von neuem Repertoire, sondern vor allem auch ein ständiges Umlernen und sich um sich selbst biegen und winden. Nur noch eine Viertelstunde bis zum Auftritt. Gerhard muss jetzt sein Solistenzimmer verlassen. Die Zeit der Ruhe und inneren Sammlung ist vorbei. Hinter der Bühne ist der Geräuschpegel sehr hoch. Gerhards Lampenfieber steigt. Es gibt Momente, die ich früher nicht hatte, wo ich eigentlich überhaupt keinen sicheren Halt mehr empfinde. Früher dachte ich, naja, also, wenn du jetzt da ein Textproblem hast, dann kannst du das immerhin musikalisch. Und jetzt denke ich mal, musikalisch, das könnte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das kann. Und ganz früher, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme. Da dachte ich mir, das ist doch... Kann ich doch, aber je älter ich werde, desto unsicher wäre ich eigentlich. Ja, ist eigentlich fast das Normale. Ja, ist schrecklich. Das Orchester bitte einsteigen. Wenn das Orchester die Bühne betritt, dann gibt es auch für ihn kein Entkommen mehr. Nach dem Konzert wird er lang anhaltenden Beifall bekommen. Und viele werden ihm wieder sagen, wie fantastisch er gesungen habe. Doch vor dem Auftritt, sagt Christian Gerhard, bräuchte er manchmal 4 Löwen, die ihn regelrecht auf die Bühne jagen. Ich empfinde mich als Sänger als in einer institutionalisierten Krise. Ich glaube, wenn man denkt, so, jetzt geht's, oder jetzt weiß ich, wie es geht, oder jetzt läuft, dann kann man eigentlich fast sicher sein.
ich krieg demnächst einen Dämpfer oder eine auf den Deckel. Und ich muss überlegen, wie es wirklich geht oder was ich falsch gemacht habe oder wie ich mit der veränderten Situation klarkomme und trotzdem eine gewisse Kontinuität wahre. Als reinen Zweifler zu sehen, das glaube ich, trifft es nicht. Ich glaube, er hat sehr viel Ethos und sehr viel Demut vor der Musik. Und er ist keiner, der sagt, das war jetzt wieder großartig, was ich hier gemacht habe. Und ich glaube, das lässt ihn als Zweifler erscheinen, was er aber nicht ist. Er hat ein wahnsinniges Verantwortungsgefühl dem gegenüber, was er macht und was er darstellt auf der Bühne. Und das lässt ihn die Sachen immer kritisch betrachten. Ich meine, ein Künstler, der nicht den Eindruck gibt, dass er ein Sucher ist, ist kein Künstler. Der ist eher ein Propagandist oder ein Showman, weil der will zeigen, was er kann. Oder so. Ein echter Künstler sucht immer etwas, was er noch nicht entdeckt hat. An Tiefe, an Ausdruck. Vor allem würde ich sagen, ist es einfach fast so etwas wie eine Ehre, die man da von Fischer-Dieskau geerbt hat, dass man das singen darf. Ich glaube, die Tatsache, dass die Deutschen so schuldig sich gemacht haben und dass trotzdem von Britain den Deutschen dieses Geschenk da gemacht wurde, dass das einen solchen versöhnenden Charakter hat, dass ich finde, es wird zu Recht immer wieder wiederholt, dass eben ein Deutscher das singt. Ich glaube, es ist ein Hauptaspekt dieses Werks. Und es ist auch einer der berührendsten Aspekte dieses Werkes, dass sich eben am Schluss diese beiden Soldaten in diesem Tunnel treffen und dass sich herausstellt, sie sind beide tot und dass der eine zum anderen sagt, ja, ich bin derjenige, den du vorher umgebracht hast und dass aber jetzt Frieden herrscht. Ja, was soll man dazu sagen? Das wirkt an sich und braucht man nicht viel zu erklären. I am the enemy you killed, my friend. I knew you in this dark. For so frowned yesterday through me as you jabbed and killed. I parried, but my hands were loath and cold. Es ist sehr berührend, in diesem Moment mit ihm zu singen, wenn die beiden Soldaten nach all den schrecklichen Ereignissen ihren Frieden finden. Man hat die Empfindung, dass Christian jemand ist, der sich intensiv damit befasst, wie er etwas singt und welche Botschaft er transportiert. Thank you.
Wenn er in New York sein kann, scheint alles gut zu sein für Christian Gerhaher. Hier fühlt er sich zu Hause. Ganz besonders liebt er Ecken wie diese in Brooklyn. Zwischen den Konzerten in der Armory nimmt sich Gerhaher Zeit, um New York zu erkunden. Diese Stadt, die für ihn bleiben soll, was sie ihm im Moment ist. Ein Sehnsuchtsort. Abschalten. Nicht an die Musik, nicht an seine Auftritte denken. Das ist auch bei solchen Ausflügen schwierig. Immer mit dabei sind Noten für die nächsten Konzertprojekte. Und überall findet sich ein Tisch, an dem er arbeiten kann. Das hilft beim Kampf gegen die eigene Unsicherheit. Es ist schon so, dass er lange Zeit Konzerte als schwere Aufgabe oder als schweren Kampf empfunden hat. So kenne ich ihn schon von früher. In letzter Zeit wird es immer besser, finde ich. Er ist immer positiver mit seinen Dingen. Aber was seine Nervosität betrifft, kostet ihn das schon sehr viel Kraft, diese Konzerte durchzustehen, mit dieser Aufregung fertig zu werden. Und sowas habe ich eigentlich gar nicht. Ich genieße mein Leben schon noch ein bisschen mehr, glaube ich, als er. Er ist auch einer, der sich sehr schwer tut, Zeit zu verschwenden. Also der zum einen das Gefühl hat, er ist natürlich faul und er macht zu wenig und er kommt zu nichts. Der aber ständig am Arbeiten ist, und zwar am effektiv Arbeiten ist. Und ich bin ja eher einer, der seine Pausen genießt und der dann eher mal 5 Grad sein lässt. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Ein großer Unterschied zwischen uns, ja. Aber, ja. Aber ich glaube, vom Ethos, was die Musik betrifft, was wir wollen, da sind wir schon sehr nahe zusammen. Während Gerold Huber für seine nächsten Konzerte in Deutschland probt, macht Christian Gerhaher Pläne für neue Konzertprojekte in New York. Mit dabei auf dieser Tournee ist seine Frau Barbara. Gerhahers Auftritt hier soll nicht der letzte gewesen sein, wünscht sich die Präsidentin der Armory, Rebecca Robertson. Was ich mir wünsche, ist natürlich einerseits so Kontinuität. Zurzeit geht es eigentlich ziemlich gut und vieles, was ich lange nicht konnte, kann ich jetzt endlich. Man könnte von so einer Art Zenit sprechen, aber es kann auch sein, dass der Zenit schon überschritten ist und dass es dann abwärts geht. Also das weiß ich nicht. Wie es technisch und so weitergeht, kann ich nicht sagen. Aber zumindest hätte ich gern, dass das noch eine Zeit lang so weitergeht wie jetzt. Das Wichtigste wird mir sicher der Liedgesang bleiben. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch oft so ein bisschen Befreiung von der Last dieses Berufs, weil der verfolgt einen in Schlaf und in jedes Zimmer, in das man geht, immer ist diese Nervosität dabei. Und auch wenn man Bücher liest, dann piekst es da vom Hintergrund. Irgendwie so. Also eine Freiheit davon könnte ich mir auch eigentlich irgendwann mal vorstellen. O Trost der Welt, du stille Nacht, der Tag hat mich so müd gemacht, dass weite mir schon dunkelt. Lass ausruhen mich von Lust und Not, bis dass das ew'ge Morgen ruht, den stillen Wald durchfunkelt. Mhm.
Okay. Ja, wenn wir Zugabe gibt's hier. Was tun wir? Ja. Nein, das wird keine Nummer. Ach, bitte nicht. Gut, dann gehen wir nochmal auf. Gehen wir nochmal und gleich wieder auf. Einmal kurz, zack. Ja. 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 Ja.